Ja, hallo, mein Name ist Marcel Bürger, ich bin Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen und TV 38 muss es weiterhin geben, da wir Bürgerfernsehen hier vor Ort brauchen. Wir brauchen einen Sender, der unsere kommunalen Themen anfasst und wir brauchen auch einen Sender, um Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen zu stärken und ich finde, deswegen muss es hier vor Ort auch ein weiteres Studio geben. Dafür sind auch unsere Fördergelder da. Vielen Dank. Ich bin Sabine Genter und ich finde Bürgersender, Bürgerradio total wichtig, dass man was aus der Region erfährt. Ich finde es auch wichtig, was in der weiten Welt passiert, aber ich finde, es gibt vieles, vieles, was in Salzgitter passiert und Umgebung, was die Menschen, wenn sie das wüssten, würden sie vielleicht manchmal auch ihre Stadt ein bisschen anders sehen, ein bisschen positiver, weil hier passiert vieles ganz Tolles in unserer Region. Dann muss ich auch nicht nach Hamburg fahren, sondern dann kann ich auch mal in Salzgitter wohin gehen, wenn ich weiß, was da ist und wenn das ein Sender mir direkt berichtet. Ich lese die Salzgitter-Zeitung, das ist mir auch wichtig, damit ich weiß, was in unserer Stadt passiert. Und da ist ein Bürgersender, Bürgerradio, absolut notwendig und hilfreich. Hallo, ich bin Peter Schürmann. Ich bin Vorsitzender des Vereins Partnerschaft für Lehrstellen e.V. Seit 22 Jahren hier in Salzgitter für die Jugendlichen tätig. Und ich halte es sehr wichtig, dass wir einen Sender wie TV 38 haben, als Bürgersender auch. Und zwar ist das eine dritte Säule zusätzlich zu den öffentlich-rechtlichen und auch zu den privaten Fernsehsendern und dient letztendlich doch dazu, dass das Medienverständnis bei Menschen mehr gefördert wird. Und gerade in der jetzigen Zeit, wo ja doch die sozialen Medien und viele Fake News rumlaufen, bekommt dieser Sender einen besonderen Stellenwert. Und was mir besonders Spaß macht, ist, dass wir auch sehr viel profitieren von der Kooperation mit TV 38, dass viele meiner Buftis hier auch gute Vermittlung bekommen, wie man mit Medien gut umgeht. Und das hilft uns doch auch sehr weiter in unserer Arbeit für die Jugendlichen hier in Salzgitter.